Im letzten Teil geht es um Legacy-Software und um Migration von Legacy-Software weg zu Neusystemen. Das heißt, die Frage ist erstmal, was ist denn Legacy-Software? Legacy-Software ist tatsächlich ein bisschen schwer zu übersetzen, weil Legacy steht für Altlast und eine typische deutsche Übersetzung ist, dass man von Altsystemen redet. Das ist nimmt ein bisschen was weg von dem englischen Begriff, der deutlich knackiger ist und mehr Power hat sozusagen. Aber im Deutschen einfach Altsysteme, beziehungsweise wir benutzen einfach auch oft den Begriff Legacy Software im Deutschen. Was ist Legacy Software? A large software system that we don't know how to cope with, but it is vital to our organization. Kann man irgendwie über diese Definition streiten und es gibt da viele Definitionen dafür, aber das gibt zumindest noch mal so einen Indikator. Es geht offensichtlich um irgendwie große Systeme. Es geht darum, dass wir offensichtlich irgendwie ein Problem haben, ja? Also dass vielleicht die Wartung nicht mehr sinnvoll funktioniert für das System und dass wir aber nicht einfach sagen können, wir können schalten das System ab, sondern wir haben ein wirkliches Problem, weil diese Software eben kritisch ist für den Einsatz. Ich hatte vorhin schon das Beispiel aus dem Bankensektor. Da gibt es ganz viel Legacy-Software, ganz viele Systeme, die seit 50 Jahren im Einsatz sind und länger und wo man Schwierigkeiten hat, diese Software wirklich abzulösen. Das heißt, man muss sich überlegen, wie geht man überhaupt damit um? Ablösen ist quasi auch eine Strategie schon, wie man damit umgehen kann. Über Strategien kommen wir noch ein bisschen später. Hier noch ein anderes Beispiel. Wann immer ich euch XKCDs in den Folien zeige, dann spiele ich mit Winamp Musik ab. Die meisten von euch werden sagen, was, Win was? It really kicks the llama's ass ist der Slogan. Das ist ein MP3-Player, der, ja, weiß ich nicht, also seitdem ich einen Rechner habe, gab es den auf jeden Fall. Der sozusagen, wo vor 10 Jahren die Entwicklung eingestellt wurde, natürlich auch im Hintergrund, dass auch da inzwischen viel digital läuft, über Streaming und Co. Und es quasi keine Weiterentwicklung mehr gab. Nichtsdestotrotz läuft er noch bei mir. Allerdings, wenn ich dann am 14 Zoll Display das 4K Display auf volle Auflösung einstelle, dann sieht man nichts mehr. Dann kann ich vielleicht die Applikation noch erkennen. Deswegen sozusagen das hier mal als Symbolbild dafür. Jetzt ist die Frage, ist das Legacy-Software? Für mich ist es Legacy-Software, die ist kritisch für mich, da ist meine Musiksammlung drin, da habe ich Bewertungen drin, damit höre ich ständig Musik, das heißt, für mich ist die kritisch. Jetzt sozusagen ist natürlich jetzt ein bisschen spaßig. Natürlich bin ich jetzt keine Organisation. Natürlich fällt jetzt auch nicht alles zusammen, wenn Winamp nicht mehr funktioniert in der neuen Windows-Version. Aber das Beispiel zeigt eben sozusagen, wir sind teilweise auf Altsoftware angewiesen, aus welchen Gründen auch immer. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und manchmal können wir die ablösen und manchmal wollen wir die aber eben sozusagen auch nicht ablösen. Ist das ein bisschen schwierig? Das hatte ich schon gesagt. Was ist jetzt eigentlich Legacy-Software? Und um das ein bisschen mehr mit Leben zu füllen, haben Ludewig und Lichter in ihrem Buch eine lange Liste gemacht von typischen Eigenschaften. Typischerweise ist Legacy-Software, sind diese Altsysteme sehr groß, weil nur dann habe ich ein Problem mit der Wartung. Ja? Wenn es ein sehr kleines Programm ist, dann habe ich da auch kein Problem mit. Dann kann man das auch schnell umschreiben und muss da gar nicht so viel Brimborium drum machen. Das heißt, 100.000 Zeilen Code steht da als Maßgabe. Das heißt natürlich jetzt nicht, wenn es jetzt 50.000 Zeilen Code sind, dass es deswegen kein Legacy-Software ist. Typischerweise älter als 10 Jahre. Wir sehen das jetzt auch in dem Beispiel von Winamp, ja, wo sozusagen die letzte Versionsnummer 10 Jahre alt ist. Da muss ich einschränkenderweise noch sagen, dass offensichtlich vor ein paar Tagen da eine neue Version gekommen ist und das weiterentwickelt wird, was mich sehr freut. Typischerweise bei Legacy-Software sind die Originalentwickler, die Originalarchitekten, die Original-Anforderungsmanager sind nicht mehr greifbar. Das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Entweder sind einfach schon im Ruhestand, weil wenn es länger als 10 Jahre her ist, ja, wenn es länger als 30 Jahre her ist, dann ist es klar, dass die irgendwie schon im Ruhestand sind. Es kann aber auch sein, dass die einfach die Firma verlassen haben. Es kann auch sein, ja, dass die an anderen Projekten arbeiten und deswegen nicht greifbar sind. Was wir typischerweise vorfinden, und das ist ein ganz, ganz großes Problem in der Softwareentwicklung, das habe ich schon an verschiedenen Stellen angedeutet, dass
wir eine sehr schnelllebige Welt haben, ja, mit immer irgendwie wieder neuen Programmiersprachen und andere Programmiersprachen werden nicht mehr unterstützt. Und das heißt, man kommt auch relativ schnell dahin, dass es einfach gar keinen Entwickler gibt für COBOL, was heißt relativ schnell, das war ein langer Prozess, aber dass diese Software, die in Banken größtenteils eingesetzt wird, in Programmiersprachen ist, wie zum Beispiel COBOL, die einfach keiner mehr programmieren kann. Das heißt also, wenn ihr richtig Geld verdienen wollt, dann werdet ihr COBOL-Programmierer und fangt bei der Bank an, weil die sind unersetzbar, weil es davon so wenig gibt. Vielleicht aber nicht nur Programmiersprachkonzepte, sondern auch Entwicklungskonzepte. Also zum Beispiel wurde früher sehr viel mit Bildsystemen und Präprozessoren entwickelt und moderne Software versucht das typischerweise zu vermeiden und setzt eher auf Frameworks mit Plugins und Co. Und da werden wir noch eine extra Vorlesung zu haben und das noch ansprechen. In irgendeiner Form ist diese Altsoftware wichtig, kritisch sozusagen. Ja? Wenn sie nicht kritisch wäre, dann wäre sie eben nicht Legacy, dann hätte man keine Last. Also bei Legacy geht es eben auch um Altlasten sozusagen. Und nur dann ist es der Fall. Wir haben vielleicht gar keine Dokumentation oder eine, die nicht mehr aktuell ist. Wir haben da auch vorhin drüber gesprochen. Ja? Vielleicht gab es noch gar kein UML, als das geschrieben wurde. Dann haben wir da gar keine Architekturdiagramme dazu. Oder die sind eben veraltet oder passen nicht mehr zum aktuellen Stand. Vielleicht ist auch die Hardware, die ursprünglich verwendet wurde, oder die Systemsoftware sozusagen, oder es basiert auf älteren Fassungen. Das haben wir eben auch bei WinAMP gesehen. Auf der linken Seite von der Folie seht ihr, dass eben offensichtlich bei dem WinAMP noch nicht bedacht wurde, dass man eben die Größe sozusagen kalibrieren muss, wenn eben es zu sehr hohen Auflösungen kommt, weil ich meine, zu der Zeit hat man über eine Auflösung von 1024 mal 768 gesprochen, als diese Version rauskam. Und dementsprechend können die natürlich mit 4K noch nichts anfangen. Gut. Ein typischer Fall auch bei Legacy Software ist, dass wir schon viele Stufen hatten von Wartungsaufgaben. Und diese Wartungsaufgaben haben immer weiter sozusagen die Qualität verschlechtert. Und deswegen kommen wir auch zu diesem Problem, dass wir hohe Kosten für die Wartung haben. Ja, und diese Mischung aus diesen Sachen, das kann natürlich jetzt immer mal sein, dass quasi eins von denen nicht zutrifft. Ja, es kann sein, dass eine Software nur 2 Jahre alt ist und trotzdem die meisten anderen Sachen zutreffen, aus welchem Grund auch immer. Ja, ich habe die Entwickler noch da zum Beispiel oder ähnliches. Es zeigt aber sozusagen, es ist diese Latte von Eigenschaften und wenn wir davon vieles erfüllen, dann können wir von Legacy Software reden. Ja, eine Möglichkeit, mit Legacy-Software umzugehen, ist natürlich, sie zu emulieren. Das heißt, ihr vorzugaukeln, dass da ein altes Betriebssystem wäre, was zum Beispiel mit Floppy Disks noch umgeht und dass man quasi diese Disketten lädt, weil das vielleicht die Anwendung benötigt hat. Hier in dem Beispiel natürlich wieder etwas humoristisch dargestellt, aber durchaus eine Strategie, wie man eben mit Legacy-Software umgehen kann. In Windows 10, aber auch in früheren Windows-Versionen gibt es zum Beispiel extra Modi, mit denen Applikationen so behandelt werden wie mit einem vorherigen Betriebssystem. Das heißt, das ist schon so eine Art Emulation und Möglichkeit, quasi Altsoftware laufen zu lassen. Nicht immer führt es dazu, dass man die Altsoftware quasi modernisiert oder irgendwie aktualisiert, sondern manchmal wird Altsoftware auch eingestellt. Ja, das haben wir jetzt zum Jahreswechsel und da haben wir auch noch einen aktuelleren Bezug als den von 2017. Wurde der Flash Player von Adobe eingestellt und das hat massive Konsequenzen. Ja, also die wahrscheinlich schärfste Konsequenz ist, dass ich seit diesem Jahr
auf meinen Folien das Lied von den Bleeding Eardrums nicht mehr automatisch anfängt, wenn der XKCD kommt, was ich vorher über den Flashplayer gelöst hatte, was irgendwie aus LaTeX-Code und so weiter generiert wurde, was jetzt nicht mehr geht. Das heißt, ich nutze jetzt wieder Winamp dafür, die nächste Legacy-Software. Das ist natürlich ein ganz kritisches Problem, aber es gibt natürlich viele andere Bereiche, in denen das eine Rolle spielt. Ihr habt vielleicht selber da Beispiele gesehen, da fordere ich euch nachher noch auf, dazu was aufzuschreiben. Ein anderes Beispiel, was mich noch betroffen hat, war, dass der Fuchstreff offline gegangen ist. Das ist im Prinzip eine Webseite, eine Community, wo man zusammen Doppelkopf spielen konnte. Und ist interessant, dass es sozusagen, es geht hier nicht bloß darum, dass irgendeine Software da nicht mehr läuft. Und natürlich, und das schreiben sie auch in dem Text, haben die auch versucht sozusagen, jetzt Sachen neu zu entwickeln, auf einen neuen Stand zu hieven, aber das kann eben durchaus auch das Aus für nicht nur Software, sondern auch für eine ganze Community bedeuten. Ist jetzt nicht so super tragisch, mit meinen Kollegen habe ich eine andere Möglichkeit gefunden, Doppelkopf zu spielen. Gut, aber vielleicht hat es euch ja auch irgendwie betroffen und da würde ich gern hören, inwiefern ihr von dem Flash betroffen wart. Wenn wir über Legacy-Software reden, dann müssen wir auch irgendwie über Migration reden, weil natürlich nicht alle Legacy-Software kann abgeschaltet werden, weil ich meine, das macht sie genau aus, ja, dass sie irgendwie kritisch ist für uns. Das heißt, was ist Software-Migration? Migration gibt es jetzt gibt's in vielen verschiedenen Bereichen und natürlich kann ich irgendwie eine Datenmigration haben, weil ich sage, ich wechsle auf eine neue Datenbanktechnik, auf eine NoSQL-Datenbank oder ähnliches, auf eine In-Memory-Datenbank und muss plötzlich Daten migrieren. Es gibt vielleicht auch eine Hardware-Migration. Ja, die Automobilindustrie muss jetzt ganz schnell irgendwie sehen, wie sie mit neuen ECUs klarkommt. Dann muss sie vielleicht überlegen, wie sie jetzt an andere ECUs herkommen, weil der Markt leer gekauft ist. Wir reden jetzt hier über Software-Migration. Das heißt, die Software muss irgendwie verändert werden, muss irgendwie erneuert werden. Und da gibt es sozusagen zwei Sachen, die exklusiv zueinander sind oder die man teilweise auch kombinieren kann, dass wir entweder was erneuern wollen oder aber auch ganz ersetzen wollen. Was dabei auf jeden Fall der Fall sein sollte, ist, wenn die Software, diese Legacy-Software eben schon so kritisch für uns ist, dann muss die Funktionalität, die da drin war, muss auch von der neuen Software wiederhergestellt werden und das ist bekannt als Abwärtskompatibilität. Darüber hinaus, wir brauchen nicht bloß die Abwärtskompatibilität, sondern wir wollen neue Anforderungen vielleicht auch erfüllen, die zu eben der aktuellen Umgebung passen, also eben neue funktionale oder nicht funktionale Eigenschaften. Das heißt, wenn wir jetzt schon irgendwie was modernisieren, dann lassen wir jetzt nicht alles andere außen vor und kümmern uns nur um die Wartbarkeit, sondern typischerweise in Kombination mit anderen Eigenschaften. Ja, so ein typischer Aufhänger könnte sein, ich möchte in diese Software, die Buchhaltung macht in der Bank oder irgendwelche Transaktionen durchführt, möchte ich quasi eine neue Funktionalität einbauen. Ich habe jetzt die IBAN und die IBAN muss mit berücksichtigt werden. Und die Frage ist, ja, dann ist das eben eine neue Anforderung, die möchte ich umsetzen. Vielleicht geht es in der Legacy-Software nicht. Und ich muss mir jetzt überlegen, wie kriege ich diese neue Anforderung umgesetzt. Und dann geht es eben nicht bloß um die Aktualisierung der Software, sondern auch um neue Funktionalität. Gut, um Daten müssen wir uns oft in irgendeiner Form kümmern. Ja, also es gibt vielleicht die alten Daten und dann müssen wir irgendwie das System abschalten und das neue System muss irgendwie mit den alten Daten arbeiten. Vielleicht müssen wir aber auch die Daten irgendwie nebenbei migrieren. Und wir wollen natürlich bei diesem ganzen Prozess, die Migration hat immer als Ziel, dass man eigentlich innerhalb von kürzester Zeit quasi umschaltet. Dass es einfach keine großen Ausfälle gibt, sondern dass man vielleicht wirklich einen Schalter umlegt und von dieser Millisekunde an hat man sozusagen die neue Software im Einsatz. In der Praxis sehen wir, dass das nicht immer funktioniert. Ja, also da ja, in der Uni kommen auch ab und zu mal Meldungen, dass man mal irgendwie das und das vielleicht mal nicht erreichbar ist oder so. Man versucht natürlich immer eine vollständige Erreichbarkeit zu erreichen. Gut, und da gibt es jetzt verschiedene Strategien, wie man beim Migrieren vorgehen kann. Und je nachdem, wie eng man diesen Begriff Migrieren sieht, ist es eben sind eben diese Strategien entweder auch Migrationsstrategien oder Migration beschreibt eben einen konkreten Prozess da drin. Das ist jetzt, ich habe mich für den allgemeineren Migrationsbegriff entschieden. Was wir machen können, ist Wrapping. Was bedeutet das? Naja, wir bauen eine Hülle drumherum. Diese Hülle ist modern, in der können wir neue Sachen machen.
Ja, für die IBAN setze ich jetzt quasi ein System ein, was die IBAN umrechnet in die alte Bankleitzahl-Variante und plötzlich kann ich mit der Legacy-Software wieder arbeiten. Das setzt aber voraus, und das ist nur dann sinnvoll, wenn ich sage, erstens habe ich eine stabile Version der Legacy-Software, ich muss da irgendwie nicht viel dran machen und ich kann die Funktionalität, die ich neu entwickeln möchte, wirklich da drumherum erzeugen. Dann haben wir Redevelopment. Das heißt, es ist ja denkbar, dass ich einfach sage, okay, ich kann das nicht mehr warten, die Software. Ich brauche das in der neuen Programmiersprache. Ich muss sozusagen ganz viele neue Sachen berücksichtigen. Ja, ich möchte das jetzt mit Microservices entwickeln. Komme noch drauf auf das Thema. Dann ist eben die Frage, wie kann ich das umsetzen? Ich entwickle einfach von vornherein neu die Software und die andere wird dann quasi ersetzt dadurch. Und jetzt kann man diese Sachen noch irgendwie mischen. Ich meine, die Frage ist, ersetze ich quasi alles auf einmal? Das wäre die sogenannte Big Bang Migration. Das heißt, die ganze Software wird zum Beispiel neu entwickelt oder wird über den Wrapper quasi modernisiert und wird mit einem Schlag komplett ersetzt. Was aber auch geht, und gerade bei größere Legacy-Systeme ist jetzt schon fast eine, ich glaube, Alliteration heißt das, eine Doppelung quasi, weil ja, Legacy-Systeme sind eben groß und wir wollen vielleicht Teile davon einzeln ablösen, dann ist es eine inkrementelle Migrationsstrategie. Und jetzt sind diese vier Strategien tatsächlich nicht jetzt exklusiv zueinander, sondern man kann jetzt die beliebig oder fast beliebig kombinieren. Natürlich steht Big Bang im Gegensatz zu inkrementell. Ja? Also entweder ich mache das schrittweise oder ich mache es in einem Schritt. Und wenn ich das in einem Schritt mache, habe ich noch die Wahl, ob ich das jetzt komplett neu entwickle oder ob ich so ein Wrapping nutze. Und wenn ich es inkrementell entwickle, kann ich sogar für jedes kleine Inkrement überlegen, wann ich Neuentwicklung und wann ich Wrapper einsetze. Gut, das dazu. Und damit kommen wir zur Zusammenfassung auch zum dritten Teil. Wir haben über Legacy-Software gesprochen, über Altsysteme, über Altlasten. Typische Eigenschaften davon, ich habe auch ein paar Beispiele erwähnt. Wir haben über Software-Migration gesprochen. Migration ist eben dafür da, um eben Legacy-Software abzulösen in irgendeiner Form oder eben zu modernisieren. Und da gibt es eben verschiedene Strategien, die ihr gerne nochmal nachlesen könnt im Buch von Ludewig und Lichter. Und hatte ich schon angedeutet, hier wäre es jetzt einfach interessant, von euch zu hören. Wurdet ihr irgendwie betroffen? Wart ihr irgendwie betroffen von dem Flash Player Update? Ich habe euch meine großen Leiden berichtet mit Winamp und dem Fuchstreff. Vielleicht hat es euch auch irgendwie betroffen, aber vielleicht wart ihr auch in irgendeiner Form von End of Life oder End of Support von irgendwas anderem mal betroffen. Als ich hier nach Ulm gezogen bin, habe ich eine Fritzbox vorgefunden und habe gedacht, ja, na, erstmal ein Update machen. Gut, das war das letzte Update, was es für diese Fritzbox gab, was dafür gesorgt hat, dass sie offline ist. Danach war ich eine Woche offline und bis eine neue Fritzbox ankam. Es gibt da viele Beispiele. Ich habe irgendwann festgestellt, dass mein Telefon seit einem Jahr keine Sicherheitsupdates bekommt, was natürlich auch ungünstig ist, wenn man Bankgeschäfte und Ähnliches darauf macht. Das heißt, ich glaube schon, dass jeder irgendwie davon betroffen ist. Und da wäre es natürlich interessant, so ein bisschen zu hören, wo habt ihr mit End of Life zu tun oder vielleicht sogar mit Migration im Allgemeinen. Da wieder eure Beiträge bitte im Moodle, auch gern gegenseitig kommentieren, Fragen stellen, auch gern Fragen zur Vorlesung und dann nochmal der Hinweis, wirklich nutzt das, nutzt die Zeit über Semester, kurz vor den Tag vor der Vorlesung und die Nacht davor kann ich vielleicht eure Fragen nicht mehr beantworten. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.